So, Alter, was geht ab, Leute, Hong hier? Mit einem schnellen, kurzen Video, nur eine kleine Meldung und, keine Ahnung, mein Statement dazu. Und zwar, kam gerade rein und die ganzen WhatsApp-Chats flippen auch schon aus, richtig viele leiden. Und zwar hat Niantic die Safari-Zone-Events verschoben. Und nicht alle, aber ich lese am besten einfach mal vor. Ein Update zu den kommenden Pokémon Go Safari-Zone-Events in Europa. Trainer. Um europäischen Trainern das bestmögliche Spielerlebnis zu ermöglichen, haben wir entschieden, die Events vom 5. August, Kopenhagen und Prag, und vom 12. August, Stockholm und Amsterdam, auf einen späteren Zeitpunkt im Herbst zu verschieben. Okay, Prag wäre nächste Woche bereits gewesen. Diese Entscheidung betrifft nicht die anstehenden Events in Yokohama, Japan, am 14. August und Events am 16. September in Frankreich, Spanien und Deutschland. Das wäre Oberhausen. Ah, okay, sprechen wir erstmal über diesen Paragraphen. Ah, also Prag wurde verschoben, die anderen auch. Das heißt, keine Events im August. Wir waren schon bereit, Hotel gebucht, Fahrt gebucht haben die meisten. Manche haben sogar Urlaub genommen, damit sie Zeit haben. Und manche haben sogar einen Urlaub daraus geplant, dass sie eine Woche bleiben in Prag zum Beispiel. Und das wurde jetzt richtig kurzfristig abgesagt. Richtig viele leiden. Ich habe schon in den ganzen Gruppen gelesen, dass sie sich beschweren wollen. Ich habe keine Ahnung, ob wir fahren und da trotzdem einfach nur ein chilliges Wochenende da machen, weil Hotel ist gebucht, oder ob wir das irgendwie stornieren können. Schauen wir mal. Aber das heißt, okay, erstens heißt es, dass wir richtig leiden. Zweitens aber, dass ich auf jeden Fall nach Oberhausen fahre jetzt. Weil Oberhausen ist dann dadurch das erste Event und in Deutschland und da werde ich auf jeden Fall hinfahren. Es gab auch vor kurzem ein paar Neuigkeiten über die Tickets und so. Es gibt, glaube ich, in Oberhausen 3000 oder 4000 Plätze. Tickets kann man nicht verkaufen, sind umsonst. Jeder kriegt eins. Und Anmeldung beginnt demnächst irgendwie online oder so. Mal schauen. Aber in Oberhausen bin ich jetzt auf jeden Fall. Aber falls ihr nach Prag fahren wolltet oder und schon alles gebucht habt, schreibt es unten in die Kommentare, wer alles schon gebucht hat. Hotel, Fahrt und dies alles. Und jetzt deswegen leidet. Und dann weiter. Wir entschuldigen uns sehr für die Umstände und hoffen, ihr versteht, dass es für uns eine Priorität ist, ein großartiges Erlebnis für Pokémon Go Trainer in Europa und der ganzen Welt zu realisieren. Okay? Trainer, die Fragen zu den Safari Zone Events haben, können sich an das Help Center wenden. Tut das. Beschwert euch, falls ihr euch beschweren wollt. Die sollen sehen, dass die so eine Scheiße nicht machen können. Also das ist echt dreist. So kurzfristig. Nächstes. Und jetzt, das ist der kontroverse Teil. Als besondere Überraschung werden Pokémon, die man nur sehr selten in Europa sehen kann, in verschiedenen europäischen Städten für kurze Zeit erscheinen. Haltet eure Augen offen. Man weiß nicht genau, was man darüber denken soll. Also, ich hatte mir ursprünglich nichts dabei gedacht. Ich dachte, die meinen jetzt damit die regionalen bei den Events. Aber Paranoia hat eingesetzt, Illuminati in den ganzen Chats. Ein paar Kollegen haben auch schon geschrieben, was ich davon halte, weil das möglicherweise unabhängig von den Safari-Zone-Events ist und sozusagen als Entschädigung kann man das interpretieren. Also da steht halt Überraschung und nicht Entschädigung, weil sonst könnte man es so interpretieren, dass die als Entschädigung dafür, dass die verschoben wurden, seltene Pokémon, die in Europa sehr selten gesehen wurden, spawnen lassen. So kann man es auch irgendwie interpretieren. So habe ich es halt nicht interpretiert, aber ich kann sehen, dass es auch so Sinn macht. Aber da steht nur sehr selten in Europa und nicht wie davor noch gar nicht gesehen in Europa. Also das ist auch sehr, sehr kompliziert, also sehr verwirrend, weil davor war eindeutig klar, regionale, weil da stand noch nie gesehen in Europa und jetzt hier auf einmal steht sehr selten gesehen in Europa. Was aber immer noch auf regionale trifft, weil ein paar haben ja regionale sind gereist und so. Also, das könnte immer noch auf die regionalen treffen. Meine Frage ist aber dann, wozu dann noch die Events? Falls es echt so ist, dass die auch außerhalb der Events spawnen, als sozusagen Entschädigung, dann sind die Events ja eigentlich vollkommen nutzlos und unnötig. Deswegen, ich weiß nicht genau. Letzter Satz natürlich, haltet eure Augen offen für mehr Informationen und neue Termine. Ah, ich bin gespannt, also finde ich echt sehr, sehr schade und echt sehr enttäuscht bin ich von Niantic, dass sie das A so kurzfristig abgesagt haben und B
dass wir jetzt halt leiden und Geld verschwendet haben sozusagen. Schauen wir mal. Der letzte Satz, der vorletzte Satz ist sehr interessant. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung, eure Theorien dazu, eure Vermutungen dazu rein. Ansonsten war es das. Ich habe gerade gesagt, was ihr kommentieren sollt. Wolltet ihr nach Prag fahren? Habt ihr schon alles gebucht? Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Beschwert euch bei Niantic, falls ihr leidet. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.